Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind zurück in Transport Fever 2. Schauen hier gerade auf Le Saint Honigblume. Wie entwickelt sich das zur Hauptstadt? Da hat sich der General Honigblume wirklich eine gute Stadt ausgesucht. Ja, Lucifer hat sich für seine Stadt hier Lucarion eine Tram gewünscht. Da muss ich fast eine Absage erteilen. Das ist so ein kleines Örtchen. 60 Menschen leben dort. Da weiß ich nicht, ob es da wirklich eine Tram lohnen würde, die dann hier im Kreis fährt, eine einzige oder sowas. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen warten, die hat jetzt gerade keine Priorität. Da bitte ich den Bürgermeister um etwas Geduld. Das wird irgendwann kommen, aber jetzt vielleicht so schnell noch nicht. Ich muss erst mal gucken, dass wir auch Geld bekommen am Anfang. Genau, der John aus Citadelle de Gendarme hat sich auch eine Anbindung an Le Saint Unique Blumé gewünscht. Das sieht schon besser aus. Liegt ja fast schon auf dem Weg. Ist auch größer. Ja, müssen wir mal schauen. Was sagt ihr, der Stau? Gar nicht. Da gibt's nichts. Alles gut. Ich würde fast sagen, dass wir da demnächst eher vielleicht sogar eine Passagierzugverbindung machen. Aber ich bin ein bisschen besorgt. Also, wir haben hier unseren Bahnhof. Hier unten. Und angedacht war es ein Kopfbahnhof. Angedacht war das, die Strecke dann irgendwie so hier entlang führt, durch den Berg irgendwie durch. Ich müsste vielleicht hier vorbei. Darüber, oh Gottes Willen, ey. Darüber uns hier vorbeischlängeln. Oh. Am Ufer entlang oder so. Das sehe ich gerade gar nicht so sehr, wie wir das hier machen sollen. Weiß ich nicht. Und dann eine Brücke darüber, damit die Leute hier in den Bahnhof, einsteigen können. Ja. Also es ist nicht einfach hier, es ist nicht einfach. Und ich überlege, ob wir vielleicht hier, bevor hier alles zugewachsen ist, schon mal Gleise legen. Was ist das hier? Was ist denn das? Die fahren hier so und dann müssen... Ach, das ist doch doof. Mal da eben weg. Machen das hier neu. Hä? Ah, so geht das. Und bevor das jetzt zuwächst, überlege ich, ob wir da schon mal gleich Gleise hinsetzen. So. Damit wir uns das sozusagen schon mal reservieren können. Krümmung zu groß. Gehen wir ein bisschen nach oben wegen der Brücke. Oh mein Gott. 62.000 einfach mal so da rausgehauen. Nur um das zu reservieren. So. Also irgendwann wird das kommen. Irgendwann bauen wir dann unsere Brücke dahin. Oh. Wird eine Weile dauern, weil der Tunnel hier, der wird, glaube ich, teuer. Können wir mal kurz gucken, was da für ein Preisschild dran wäre. Nö. Noch nicht. Gut, das dauert noch ein bisschen. Wir haben unseren Platz reserviert. Wir müssen natürlich eigentlich auch den Platz hier reservieren. Was wird hier für ein Preisschild dran stehen? Bau nicht möglich, schon mal gar nicht. Ja, das geht doch vom Preis her. Sogar. Nee, ist nicht schiffbar. Ja, gut, na, wir lassen das mal. Hauptsache, ich habe mir das jetzt reserviert und wir lassen es jetzt mal so. Gut, machen wir weiter. Wir sind ja eigentlich gerade an den Öltankern. Wenn wir gerade schon hier stehen, dann können wir mal kurz gucken, was der Stau hier sagt. Ugh. War ich hier nicht dabei, das umzubauen? Habe ich das nicht fertig gemacht? Was ist denn los mit mir? Ja, ich wollte das hier entlang führen lassen und hab's nicht fertig gemacht. Oh. Warum habe ich das nicht... Ich hab's ja auch nicht aufgeschrieben, also irgendwie habe ich das komplett aus den Augen verloren hier. Wir haben hier... Ja, wir brauchen 3 Haltestellen. Nein, nicht so teuer! Wollten wir noch einen Straßenausgang machen. Für die Leute, die wir den Bahnhof benutzen, später irgendwann. So, jetzt legen wir das mal eben um. Die beiden Linien hier. So, jetzt habe ich das umgelegt. Es geht jetzt hier am Stau vorbei. Das war Sinn der Sache. Das ist auch angebunden hier. Man sieht es so schlecht. Jetzt kann man das wieder abreißen. Ja, weg damit. Okay, na gut, also das passt. Wir lassen die jetzt mal in Ruhe fahren. Macht immer noch Verluste.
Ist ja nicht so wahnsinnig geil. Macht 3k Gewinne. Gut, okay, von hier aus. Also, wir sind eigentlich hier an den Schiffen. Und ich hatte überlegt eigentlich mal, dass wir vielleicht mehr Brot irgendwo hinliefern. Im Moment kriegt Anneuron auch was ab. Und wie sieht es für den aus? 40? Mehr nicht. Das soll eigentlich viel mehr ankommen, oder? Wir haben nur hier... Wir bringen doch hier wahnsinnig viel Zeugs. Könnten sogar noch viel mehr bringen. Ja. Viel kommt da irgendwie nicht bei an. Aber die nehmen fleißig mit, also... So ist es nicht. Ich glaube, ich würde am liebsten hier eine höhere Kapazität einsetzen. Es sind allerdings so viele Fahrzeuge. 62 Fahrzeuge. Wir haben das schon mal geschaut letztes Mal, was es kosten würde, wenn wir das upgraden würden auf die nächst höhere Kutsche. Das ist ja immer noch Kutsche. Das ist immer noch Kutsche. Das ist leider zu teuer. 2 Millionen kostet mich das. Kann ich mir nicht leisten. Und das nur für eine Kapazität mehr. Dann lassen wir das halt weitermachen. Ich überlege gerade, also es wird nicht viel transportiert. Worden. Was hat jetzt für eine Rate hier? 114. Müsste doch nicht mehr ankommen als die 45 hier, die es dort hat. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber ich habe halt überlegt, ob wir vielleicht Brot von hier darüber liefern lassen sollen. Oder eben, oder am besten hier, das ist nicht so weit. St. Paul. Das kommt eigentlich wahr, die kommen sich dann noch nicht so wahnsinnig in die Quere. Wird sich das lohnen? Meine Güte, die ist aber auch nett gelegen hier. Sehr hügelig. Großartige Entwicklung wird es da wohl nicht geben. Ist einfach zu eng hier alles. Ja, schauen wir mal kurz hier, wie es da aussieht. Müsste halt, ja, müsste hier eine Abladestelle machen und dann ein paar Kutschen darüber schicken. Geldmäßig bringt uns das, glaube ich, nichts ein. Deswegen lassen wir es jetzt erstmal. Geld ist das Wichtigste gerade im Moment. Gut, aber dann gucken wir mal, ob wir schneller an Geld kommen. Und zwar mit Schiffen. Wo haben wir sie denn? Hier müsste doch irgendwo ein Schiff unterwegs sein. Ach, da ist es gerade. Holt jede Menge Treibstoff ab. Das ist, glaube ich, die erste Ladung, oder? Ah, richtig, das wartet noch. Das wartet bis zu 3 Minuten, haben wir gesagt. Maximal. Bringt natürlich nichts. Ist alles verbraucht. Kannst umdrehen. Ich glaube, wir werden mal die Wartezeit ein bisschen verringern. So. Oder wir lassen es einfach. Wenn wir ein zweites Schiff einsetzen, das hier hin und her fährt, dann ist es eh egal. Dann nimmt zwar das eine Schiff das Öl ablädt hier auf dem Rückweg nichts mit, weil es erst so umgearbeitet werden muss, aber dann kommt das nächste und nimmt das dann mit und das hier nimmt dann in der übernächsten Fahrt was mit. Also das brauchen wir dann eigentlich nicht unbedingt, weil die Schiffe hier dann warten lassen und stehen die sich nur gegenseitig im Weg. Aber ich glaube, im Moment lohnen sich noch nicht zwei Schiffe. Was sind wir denn hier? Aha. Wir müssten hier auf jeden Fall mehr Schiffe einsetzen. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Ja, also hier wird sich das auf jeden Fall lohnen. Wir lassen hier mal noch ein bisschen fahren. Warten, bis hier ein bisschen Abstand ist. Und dann kaufen wir wieder ein neues. Da hätten wir 4 Schiffe. Können wir uns das gerade noch leisten? Wird knapp. Wir warten, bis Titanic 2 hier unten abgeladen hat, dann haben wir wieder Geld. Und dann kaufen wir uns das nächste Schiff. Und dann können wir echt mal überlegen, was wir für eine Zugstrecke vielleicht, so Gott will, wir einrichten können. Hier warten wir mal im Auge hier. Also die hier vielleicht, aber das wird
richtig teuer. Oder wir waren hier unsere zweite Öllinie. Das war ganz am Anfang schon angedacht, dass wir hier eine Zuglinie runterbauen. Ich habe mich da nicht getraut. Aber wir haben hier unsere Raffinerie. Wir haben hier unsere Treibstoffraffinerie. Wir haben hier Rohölquellen. Also es würde schon ganz gut funktionieren. Das Problem damit war, dass der Zug Rohöl mit runternimmt. Jede Menge. Dann bringt er Öl wieder mit hoch. Und muss da Treibstoff mitnehmen, aber auch Rohöl, also beides auf einmal. So viel Kapazität hat er vielleicht nicht, das könnte problematisch werden. Oh, jetzt haben wir unser Geld. Alt! Wir klonen den jetzt. Schnell! Los! Titanic 4. Oh, wo willst du hin? So, stopp. Gut, also wunderbar, das bringt uns schon Geld ein. Fährt er in die richtige Richtung? Wo ist er denn? Da, er fährt in die richtige Richtung. Wunderbar. Da kommt schon das nächste Geld wieder entgegen. Ach, das ist nicht toll. So viel Geld auf dem Wasser hier. Oh, wo ist das alles hin hier? Achso, ich habe mein Schiff gekauft. Ich trottel. Kauf ein Schiff und frag mich, wo ist das Geld denn eigentlich hin? Hm. Gut. Okay, so langsam kann man da tatsächlich auch ein zweites Schiff noch holen. Irgendwer muss schließlich das ganze Öl darüber transportieren. Eieiei. Ja, was ich. Also, eine richtige Lösung haben wir jetzt hier noch nicht. Die einzige Lösung ist, wir müssen viel mehr Kapazität mit dem Zug bereitstellen hier, als überhaupt notwendig wäre. Das heißt, der wird in die Richtung. Oder das wird sich. Vielleicht wird es sich von alleine ausgleichen. Ich versuche das gerade hier auf die Kette zu bekommen. Also er nimmt, sagen wir mal, 100 Rohöl mit. Wird das hier umwandeln in 50 Öl, nimmt 50 Öl wieder mit, wandelt das in 50 Treibstoff um und hat dann theoretisch auch Platz für 50 Öl. Das heißt, das nächste Mal nimmt er nur 25 Öl von hier wieder mit. Und 25 Öl wieder zurück. Das heißt, er hat da wieder 75 Platz für Rohöl. Also so gleicht sich das ungefähr aus. Ich denke, das wird sich ausgleichen. Ich habe das halt die ganze Zeit addierend gedacht. So von wegen, oh, wenn hier immer 100 Öl mit runter geht, wie soll er denn hier noch die 50 da reinpacken? Das geht ja gar nicht. Aber das wird sich wahrscheinlich irgendwie ausgleichen. Ja. 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 So könnte man das machen. Ja, da müssen wir uns allerdings auch relativ schnell vielleicht hier den Platz irgendwie reservieren. Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall auch noch ein Gütergleis. Ganz klar. Soll das jetzt doch dahin hauen, solange es geht? Wird jetzt schon knapp. Das Haus ist schon zu dicht dran. Wir machen das mal. Ah, 150. Seid ihr nicht ganz dicht? So ein Mist. Ja, wir brauchen den Platz für das Gütergleis. Oh mein Gott, das ist teuer. Ja, da werden wir, glaube ich, 1, irgendwas Millionen. Die spinnen ja wohl. Würde es eigentlich so gehen? Da fehlt jetzt was. Ja, ich glaube, der Rest ist abgeschlossen. Ich baue das so schnell hin, bevor die es wieder voll ballern mit irgendwas. So. Also, theoretisch würden wir hier unsere Güter hinbringen können. Wir müssten mit dem Zug dann halt hier lang fahren, hier dran vorbei und dann hoch. Und dann haben wir wieder Platz, erstmal. Ich überlege, ob wir uns das auch schon mal reservieren sollen hier. Geld! Geld! Also, so geht's rüber. Wir kommen hier mit Schwung an, sozusagen. Huschen hier durch, so. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das machen wir jetzt gerade mal. Eieiei. Seid recht langsamer. Langsame Strecke, weil da so viele Kurven drin sind. So. Nummer 2 bauen wir auch schon mal, falls es da überhaupt hinpasst. Ah, das war mir so klar, dass es nicht geht. Okay, auf diese Seite geht's nicht. Hier geht's. Na gut. Okay.
Okay, ich sehe schon, dass wir hier ganz viel Spaß bekommen werden. Wenn hier alles so eng ist, hier am Fluss entlang, mit den Gleisen und sowas, da kommen wir nicht mal einfach so das auf viergleisig oder sowas ausbauen. Na gut, es wird sich zeigen. Mann, ist da was los. Da hoppeln sie mit ihrem Pferdchen. Unermüdlich. Sehr gut. Ja, wie schaut's aus? Hat da schon mal jemand Treibstoffe dabei? Nein. Da liegt es. Ausgezeichnet. Der ist voll beladen bis oben hin. Ich denke, wenn der dann ankommt hier und ablegt, dann kaufen wir uns das nächste Schiff hier. Der nächste Ever Given. Die dann eben auch Treibstoff mitnimmt. Oh, ist schon. Ah, nee, stimmt gar nicht. Genau, das. Das nicht Treibstoff, sondern Öl. Ja, und ich glaube, wenn der hier ankommt, kaufen wir jetzt noch so ein Schiff. Weil es ist genügend da. Es ist wirklich genügend da, was die abholen könnten. Es ist sicher eine Freude und sie alle bringen Geld rein. Ah! Ja, ich glaube, da kommt richtig Geld rein. Der Takt wird jetzt langsam auch deutlich besser. Habe ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht wirklich gemacht. In einem Let's Play, dass ich hier an völlig verschiedenen Orten angefangen habe. Also haben wir jetzt hier unten unser Zentrum und da oben schon mal ein Zentrum. Habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Ja, aber das besorgt mich wirklich hier, wie wir das mit dieser Bahnstrecke machen sollen hier. Das wird da ein bisschen dauern. Moment mal, haben wir denn eigentlich schon eine Tram? Ich weiß es gar nicht. Wir haben ja schon das Tram-Depot. Kann man da schon Trams kaufen oder? Dann könnten wir eigentlich doch mal vielleicht noch eine Tram hier lang führen. Hier oben, wenn da der Verkehr es hergibt. Der Verkehr wird es hergeben. Und der Stau hier hat sich auch aufgelöst. Hier ist zwar immer noch viel, aber ist schon deutlich besser geworden. Dadurch, dass wir die Kutschen jetzt woanders lang fahren lassen. Was sagen die? Macht minimalste Gewinne. Unglaublich. Ja, minimal. Aber auch Kleinvieh macht Mist, so ist es ja. Das hier gefällt mir optisch auch überhaupt nicht gut. Ich glaube, wenn wir mal Geld haben, irgendwann könnten wir das hier abreißen und das Ding einfach größer machen. Komplett durchgehend. Achso, nicht vergessen, Schiff kaufen. Ja, warte, bis der angekommen ist. Titanic 1. Mit Frischöl. Mm-mm. Gut, was kommt hierbei rum? 400.000. Mein Gott, ist das lecker. Ist unglaublich. Versand. Wieso ist ein Versand niedriger als Produktion? Das sollte eigentlich gleich sein. Außer der Bedarf da oben ist gedeckt. Wo sind wir denn? Ja, weiß ich nicht. Der kommt am Ende nicht so wirklich viel mehr an als vorhin. Stopp, Geld. Oh, wir haben das Geld wieder. Da wird geklont. Meine Güte, machen die einen Gewinn. Da schlackern einen die Ohren, echt. Titanic 5. Ja, sie machen mich stolz bis jetzt. Da kommt schon die nächste. Boah, ich werde mich nicht mehr retten können vor lauter Geld. Unglaublich. Ja, und jetzt wäre es wirklich Zeit, dass wir da oben noch eins kaufen, ein Schiff. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Treibstoff haben wir nicht. Oh, wir können 40 km/h fahren, unglaublich. Pff, noch überholen die Schiffe fast die Loks. Ja, Massenklonen. Nicht genug Geld. Mist. Ah gut, wir kriegen gleich Geld, wenn der da oben angekommen ist. Die Ever Given, die haut's raus. So, da haben wir das Geld. Wir lassen die jetzt auch gerade kurz ein bisschen stehen. Bis das neue Schiff, das ja jetzt von hier kommt, auch schon einen guten Weg bis hier runter zurückgelegt hat. Und dann nehmen wir raus, dass die da oben warten sollen, dass sie eine Wartezeit haben. So, Ever Given 2. So langsam haben wir da so viele Schiffe, dass sie sich fast schon in die Quere kommen können. Wir haben ja nur ein Terminal hier.
Na gut. Also, liebe Leute, ich glaube, das Unternehmen ist gerettet. Ich habe ja die ersten 1, 2, 3 Folgen gedacht, oh, das könnte in die Hose gehen. Mit Kutschen und so weiter. Aber jetzt mit dem Schiff, das geht so richtig gut. Ja, wunderbar. Perfekt. Das läuft doch sehr gut bis jetzt. Oh mein Gott, da kommt schon die nächste. Noch mehr abholen, oder? Oh, habt ihr jetzt eigentlich mittlerweile ein bisschen Treibstoff dabei? Irgendwo müsste doch so langsam der erste Treibstoff ankommen. Bis jetzt ist noch nichts da. Ja, wo ist das? Wo ist denn der Treibstoff? Bis jetzt kommt er nicht. Versickert der vielleicht irgendwo? Doch, da ist er. Da ist er. Okay. Na gut. Langsam tut sich da was. Hallo, geht dieses eine Schiff schneller? Der holt den ja ein, oder? Oh nein, jetzt müssen sie da warten. So, jetzt lass ihn da oben weiterfahren. Das ist ja. Da soll jetzt hier nicht mehr länger warten. Leg ab, mein Freund. Auf geht's. Gut. Jetzt haben wir einen schönen gegenläufigen Takt. Wunderbar. Jetzt muss der hier warten. Ich fasse es nicht. Wunderbar. Okay, also wird es wirklich Zeit, dass wir uns überlegen, wie wir weitermachen. Ich würde ja gerne eine Passagierlinie machen, die hier alles so ein bisschen anbindet. Aber das wird hier so schwierig hier runter. Skara will. 177 Leute. Ist natürlich auch ein Wort hier drüben. Boah, das macht mir Angst. Diese Metropole, die macht mir echt Angst hier. Das ist jetzt so ein Staumittelpunkt hier. Achso, ja genau. Wir waren da gerade schon mal hier in Gedanken hier dabei, hier so eine Straßenbahn hier rüber zu legen. Von mir aus auch rüber bis nach Citadel de Jonda. Wollen wir das machen? Aber es ist damit zu rechnen, dass es hier wieder Stau gibt. Also das ist eine Hauptschlagader hier irgendwie. Und das, ich glaube, das könnte wieder stauig werden hier. Was ist hier? Hier staut tatsächlich. Unglaublich. Ist aber auch Mist hier. Also diese Durchgangsstraße ist einfach nur Mist. Die war ja früher hier, als ich den Bahnhof noch nicht hatte. Und dann habe ich es verlagert und deswegen ist jetzt hier so ein, weiß ich auch nicht, so ein Mist entstanden. Es wäre besser, wenn es einfach direkt durchgängig wäre. Oh. Da ist vielleicht was los, ey. Ja, das werden wir später, wenn ich Geld habe, noch verbessern irgendwie. Irgendwie werden wir das anders machen. Boah, das sieht unmöglich aus. Soll ich vielleicht abreißen? So, jetzt machen wir das mal ein bisschen besser. Nein. Ich habe ja das Geld. So, jetzt gucken wir, dass wir da einen Straßenzugang noch hinlegen. Passt. So, ich habe mir das vorgestellt, jetzt kann man dieses gruselige Ding hier wegmachen. Okay, wie sieht das jetzt aus? Ja. Perfekt. Besser. Moment mal, die fahren ja irgendwelche unnötigen Kreise, oder? Kann man nicht erkennen. Das kann man wahrscheinlich besser legen. Das kann man bestimmt besser machen. Oh. Ein gordischer Knoten ist hier wieder entstanden. Also ich bin mir nicht sicher, was die hier genau machen. Moment mal. Wer da wo einparkt? Also...
es kommt einer von hier oben, fährt hier so einmal rum, dreht um und dann, weiß ich auch nicht, hält hier wohl an, oder? Da fährt gerade einer. Ja, der hält an. Und der dreht jetzt hier um und fährt da runter. Das könnten wir doch, das müsste sich doch regeln lassen, wenn wir hier unten den halt, die Haltestelle. Lass mal gucken, welche das ist. Nummer 3. Wenn wir die hier hinlegen. Auf die 2. Aber was ist denn da los hier? Was ist denn? Klacker. So, jetzt geht's besser. Jetzt ist sie aber doppelt belegt. Wir auf die 1. So, jetzt haben wir alles entwirrt, würde ich sagen. Wobei, stimmt gar nicht. Die Nummer 23 macht den gleichen Mist irgendwie. Fährt hier rein, dreht hier. Ah, okay, das passt aber. Da kann man, glaube ich, nichts dran ändern. Aber wenn wir da jetzt noch eine Tram reinmachen würden, da müssen wir dann noch eine weitere Plattform machen. Das ganze Ding würde dann, ich weiß nicht, würde es dann. Ja. Das Terrain ist manchmal zu steil. Ja, danke. Ja, die würden wir dann hier runterfahren lassen. Hier ein bisschen durch den Stau durch, leider. Und dann hier hoch. Und da durch. Oh mein Gott. Oh, da ist einiges los. Ach! Ach, du. Ah, nein, das wird schlimmer. Ja, gut, wir müssen uns. Ja, daran gewöhnen. Es wird eher schlimmer als besser. Das ist unglaublich. Wo wollen die alle hin? Wir wollen hier nach rechts. Das ist aber auch ein Gewirr hier. Klar, das ist eine Altstadt und da ist es halt Gewirr. Aber das sieht aber auch unmöglich aus. Das könnte alles besser sein. Ich glaube, da müssen wir später mal, wenn ich Geld habe für solche Sachen, für solche Spielchen, alles großflächig abreißen. Also hier zum Beispiel, dass es hier so versetzt ist, diese Kreuzung. Das ist bescheuert. Das müsst ihr direkt ansetzen und darüber gehen. Und dann müsst ihr diese Straße hier, die müsst ihr da aufsetzen. Oder hier. Und dann müsste sie eben hier vorbeigehen. Keine Ahnung. Aber sowas hier, das ist ja der Kollaps. Der Hass. Oh mein Gott. Ja, wir lassen das mal doch gerade mit der Tram. Gucken lieber nochmal, dass wir noch ein paar mehr Schiffe kaufen. Dann sprudelt das Geld nur so. Na? Hast du Treibstoff dabei, ja? Oh. Ja, sehr schön. Guck mal, ob Le Petit Zürich schon was bekommen hat. Treibstoffmäßig, ja, es kommt an. Es wird bald auch noch viel mehr werden. Oh, ich bin begeistert. Ja, ich würde sagen, wir klonen gerade mal so eine Titanic. Man kann nicht genug davon haben. Sehr schön. Also das ist wirklich. Ich bin sehr stolz und glücklich. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen Treibstoff hierfür übrig haben. Na, die wollen gar nicht. Dann halt nicht. Was sagt hier das Geld? 100.000 immerhin kommt dabei rum. Stau? Auch. Natürlich. Oder wir machen es uns leichter und machen erstmal eine Passagierzuglinie. Hör mal auf jetzt hier, geh weg. Aus dieser unteren Metropolenregion hier. Hier hoch. Da ist leichter, da ist nicht so viel los. Nach Le Petit Zürich, da hoch. Wir konnten ja damit anfangen. Wäre natürlich schade um die ganzen Felder. Da würde ich mitten durchkreuzen irgendwie. Aber ich sehe es hier. Also ich sehe, dass wir hier einen schönen Bahnhof hinstellen könnten. Hier direkt in die Brücke. Da würde ich vielleicht sogar diese gebogene Bahnhof-Mod nochmal holen. Damit wir das hier schön in die Biegung reinstellen könnten.
Die beiden hier müssten wir wegmachen, oder die drei Häuser hier. Da wird dann die Gleise hier vorbeifahren. Da hoch. Da stellen wir unseren Bahnhof dann hin. Kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Was soll ich denn mit dem ganzen Geld machen? Du meine Güte, da fällt mir gar nichts mehr ein. Ja, Hammer. Hammermäßig. Holt jetzt auch mal jemand ab hier? Ja, optimal, wirklich. Ja, also das wäre so die Idee, dass wir von hier unten nach da oben uns begeben. Oder dass wir hier nochmal eine weitere Treibstofflinie aufbauen. Zuglinie. Das wäre beides eigentlich okay. Achso, und dann eben noch die Straßenbahn, die wir als nächstes so machen könnten. Die wird dann vielleicht von Citadelle de Gendarme hier durch Saint-de-Grève durchführen. Le Saint-Une-Blumé hier vorbei und dann bis hoch nach Scaraville. Ob das funktioniert, man weiß es nicht. Aber Scaraville und hier oben die Ortschaften Le Bourg de Nicot und Livet et Nomerbourg, die müssten wir ja auch noch irgendwie da ranbekommen. Und ein Zug geht da nicht. Ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass wir den Zug hier rüberführen. Also das müsste dann schon mit einer Straßenbahn machen. Vielleicht machen wir das auch als nächstes. Warum nicht? Ja, hier stehen jetzt einige Leute rum. Wird doch. Interessanterweise, es wird scheint zu werden, oder? Wir kommen in die Gewinnzone. Wahrscheinlich, weil die ganzen Stau umgangen haben. Ich bin ein bisschen stolz. 38 Fahrzeuge. Was haben wir jetzt da für eine Rate? 50. Ich glaube, da können wir gerade über ein paar dazu holen. So, was soll der Geiz? Was haben wir da? Ich könnte eigentlich auch noch welche dazu holen. So. Ja, liebe Leute, das war sehr erfolgreich heute. Alles läuft. Oh Gott, da kommt so viel Öl an. Wer soll das denn alles abholen hier? Da geht's schon wieder weiter. Ich glaube, wir brauchen echt eine dritte Ever Given hier schon. Ja, komm. Jetzt hat er nur 18 Treibstoff dabei. Ja gut, ist egal. Das macht ja nichts. Dafür hat der jetzt wieder mehr. 83. Und beim nächsten Mal hat der hier unten wieder mehr zu transportieren. Ja. Nimm auf, mein Freund. Nimm auf. Ja, wir brauchen echt eine weitere. Wir haben jetzt immer noch so viel Zeug da rumliegen, dass da gleich schon eine weitere Evergiven Zeugs mitnehmen könnte. Ja, lassen wir uns nicht lumpen. Gut, auch hier können wir noch eine weitere holen. Oh mein Gott, das wird einfach nicht weniger, das wird immer mehr hier, habe ich das Gefühl. Ja. Ich werde jetzt hier die Titanic 4 nochmal vorbeifahren lassen. Wird irgendwann richtig voll auf dem Fluss. Ich lasse die vorbeifahren und werde dann gleich noch eine neue kaufen. Wir sind an dieser Stelle schon am Ende angekommen. Ich werde mir aufschreiben, welche drei Optionen wir nächstes Mal haben. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Ihr könnt gerne mit überlegen, was wir machen. Aber ich habe es ja vorgestellt, was wir machen wollten. Entweder die Passagierlinie, die Treibstoffzuglinie oder eben eine Tram. Oder vielleicht fangen wir mit zwei Sachen an. Kann ja auch sein. Lasst es mich wissen, worauf ihr Lust habt. Und wir gucken mal. Dann verabschiede ich mich für heute, liebe Leute. Habt einen schönen Feiertag oder hattet. Ist ja schon Nachmittag. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Lucida. Tschüss.